Willkommen zurück. Die Spin-It-Up-Serie geht weiter. Wir versuchen uns irgendwie aus diesem Tal hier rauszugrinden. Schon seit sehr, sehr langer Zeit. Also, unser Peak ist 200 Spins her. Und jetzt kommt, wie gesagt, wieder so die Standardaussage, die immer kommt und die auch von jedem Spindler kommt. 200 Spins sind eben gar nichts. Auch 800 Spins, die ich jetzt hier die ganze Serie lang gespielt habe, sind gar nichts. 800 Spins sollte man eigentlich in der Woche oder so spielen. Was ist denn? Genau, und hier werden wir jetzt shippen mit dem Gutshot, dem Flush Draw und eventuell sogar. Ja, nee, wenn er callt, haben wir keine Overcard. Also ist das 8 oder die 10 kein Out. Hier mit den Aces ist natürlich ganz nice. ,9% am Flop. Nur ein Running One-Outer hätte ihn retten können. Ja, also ich fange jetzt schon so langsam an in den letzten Folgen. Ich weiß gar nicht, wir sind, glaube bei Folge 92, 93, sowas müsste jetzt sein. In den letzten Folgen jetzt hier noch so ein bisschen generell was dazu zu sagen, um einfach so ein Resümee zu ziehen, weil das will ich nicht in der letzten Folge alles auf einmal quasi sagen. Und ja, also wenn ihr selber, wenn ihr mit den Spins anfangen wollt, dann müsst ihr euch über die Varianz im Klaren sein. Von der habt ihr jetzt so ein bisschen was mitbekommen. Aber ihr müsst halt auch klar sein, entweder ihr spielt die Mindsets, die Spin and Goes mit dem Mindsets, mit dem Mindset von wegen, ich habe jetzt X Geld übrig, Betrag X, und möchte jetzt halt ein bisschen die Spin and Goes gamblen und vielleicht hätte ich ein großes, und dann bin ich sehr, sehr glücklich, und wenn nicht, dann nicht. Ist auch kein Problem. Das ist ein super, super Mindset für die Spins, und da kann man die auch sehr, sehr geil zwischendurch einfach mal grinden. Oder ihr geht mit dem Mindset hin, ich will die richtig profitabel spielen, und das geht auf jeden Fall auf den Spins. Aber dann müsst ihr wirklich die Spins durchballern, 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 durchballern. Also das heißt, grinden, 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 grinden. Und am besten so, keine Ahnung, 1000 Stück die Woche, oder 500 Stück die Woche, je nachdem, wie viele ihr könnt, aber eben so viel wie möglich. Also nicht so wie ich, so, keine Ahnung, am Tag, ja. Yeah. Im Endeffekt, wenn man es realistisch betrachtet, habe ich am Tag eine Folge aufgenommen und das bedeutet so 10 Stück oder so am Tag gespielt. Und das ist eben viel zu wenig, um annähernd die Varianz auszugleichen. Und das ist aber, für mich ist das kein Problem, für mich war das jetzt einfach eine Serie, wo ich wo ich auf dem YouTube-Channel starten wollte damit. Und das hat auch alles super geklappt. Ist auch sehr, sehr gut angekommen. Und nice. Und für mich ist es relativ irrelevant, ob ich jetzt mit $100 abschließe, mit $200 oder mit $1000. Natürlich wäre es cool gewesen, wenn die Serie relativ straight hochgeht. Aber wenn es einfach an der Varianz liegt, dann ist es halt einfach so. Dann können wir auch nichts machen. Das ist einfach Poker. Und es kann aber sein, dass Leute von euch, die zuschauen, dass die unbedingt wollen, dass ihr die Dinger profitabel spielt. Und dann würde ich halt euch empfehlen, die Dinger wirklich zu grinden. Weil nur so könnt ihr der Varianz nicht entgehen, aber so gleicht ihr die Varianz in einem kürzeren Zeitraum aus. Also dann geht es halt mal vielleicht nur 2 Wochen down oder so. Und danach wieder ab. Und ja. Also das ist so die Grundaussage von dem ganzen Projekt. Hier werde ich jetzt
relativ groß betten und ich will es einfach als Bluff aussehen lassen, weil ich glaube nicht, dass er mir ein Ace gibt da oft. Und ja, hier werden wir jetzt Jack raisen mit dem Gutshot und dem Pair. Oh, ich habe nicht gebettet. So schlecht. Aber vielleicht bettet er. Der sitzt übrigens an allen drei Tischen, also könnte ein Rack sein. Jetzt bettet er sehr groß. Er muss da eigentlich nicht so wirklich bluffen. Aber es ist echt interessant. Oder was heißt. Ja, aber wir callen halt auf jeden Fall. Wir sind hier top of unsere Range, weil. Aber ich glaube, er hat irgendwie so 7, 8 oder so. Nee, er hat einen Complete Bluff. Nice. Ja, und hier geht's halt rein. Hoffen wir, dass er. 9, 7. Nice. Nice! Bam, 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 bam. Und das ist gewonnen. Ah, jetzt habe ich mal wieder den Dinger nicht angeklickt. Gar kein Problem. War gerade zu sehr im Labern. So, jetzt. Genau, das wollte ich eben so sagen. Und ich bin jetzt inzwischen, also ihr merkt es bestimmt auch so im Verlauf der Serie. Am Anfang war das so und auch mittendrin und bis vor kurzem, dass mich das wahnsinnig gestört hat, wenn es Down-Sessions waren und so weiter, weil ich halt unbedingt die Serie quasi mit dem Ziel, mit den 1000 Dollar beenden wollte. Irgendwann ist mir dann klar geworden, ich kann das zumindest jetzt in diesem Zeitraum, bis ich in die USA gehe, eben nicht mehr schaffen, außer ich hätte halt ein großes Spin, aber dann ist es halt so, der kann halt immer kommen. Und aus diesem Grund, ja, sehe ich die Sessions jetzt eh nur noch halt, ja, ich weiß nicht, wie man das sagen soll, so ganz normal halt an. Und ich weiß ja eh, dass das Ergebnis relativ irrelevant ist, also dass da immer alles passieren kann. 9. Ah, schade. Es ging schnell, das Spin. Und ja, deswegen tun wir jetzt mal ganz gechillt die letzten Folgen noch rausgrinden, würde ich sagen. Hat er echt noch gelimmt? Ich meine, er spielt drei Tische gleichzeitig von den Dingern. Ich dachte eigentlich, er ist ein Rack und wenn er ein Rack ist, dann limmt er da eigentlich mit der Stack-Size nichts mehr, außer es ist vielleicht so eine sehr starke Hand. Deswegen fange ich jetzt hier auch nicht an zu bluffen, weil ich mir echt vorstellen kann, dass hier Ace-X hat. Echt interessant. Aber vielleicht schätze ich ihn auch einfach falsch ein. Seriously. Jetzt shippt er, jetzt sind es 179. Ja, müssen wir callen, müssen wir callen. Och Mann, auch hier wieder mit Queen 7 gegen Queen 8. Ach, wir bekommen so sicke Hände. Er hat geopenraised. Donkte er auf einmal. Ich habe halt die Angst, dass er auf dem Flop auch Ace High und so drüber ballert und dann wird es halt ziemlich schwer. Ja, Ace High. Und deswegen wird es da wahnsinnig schwer mit King Queen. Wir können da den Raise nicht callen. Oh, jetzt haben wir da König 6. Er hat gerade Queen, aber das war ein bisschen shorter. Wir müssen es trotzdem wieder callen. Ja, diesmal hätten wir die 6. Genau das gleiche, was gerade eben passiert ist, ist jetzt andersrum, von dem her passt wieder alles. Nice. Und ist 28er geschippt. A7 geht hier rein mit den Blinds. Ace on the River. Hier ist jetzt halt echt die Frage, ob er. Ja, aber er muss sich. Der muss ja schon einen Pure Float gehabt haben am Flop.
damit wir da Hero callen können. Ah, übrigens, ich könnte mal wieder meine Tickets hier anschauen. König 3, The Dream is real. Man muss nur dran glauben. Dann kommt's auch. Okay, wir haben die Challenge completed, aber wo steht denn jetzt dran, was wir letztendlich bekommen haben? Ah, ich habe einmal 5 Dollar und 8 Tickets. Nice. Sogar einen Cash-Prize bekommen. Ja, der Check ist da nicht gerade so die beste Karte und die 5 auch nicht. Check behind mit 10, 9 oder so. Oh, jetzt kommt so eine Gay-Bet. Ja. Natürlich kommt's an, Mann. Die 14er hageln rein. Glaube, hier werde ich zweimal betten. Na, nicht wenn der Draw halt ankommt. Oh, jetzt rascht er da aber aus. Oh Mann, hätte ich das gewusst, dann hätte ich eine von den Händen gecallt, wenn er jetzt die ganze Zeit chippt. Okay, dann sollte ich jetzt aber eigentlich auch nicht raisen, weil er jetzt dann wieder chippt. Ja, er ist einfach am Ausrasten gerade. Warum macht er das jetzt mit Queen 6? Warum? Ich verstehe die Leute nicht. Und jetzt rastet er auf einmal nicht mehr aus. The Ten on the River. Nicht. Macht eigentlich auch manchmal ganz Spaß, die Karten zu callen, die den Gegner helfen. Eiland, diese Scheißfliege, Alter, du Pissfuck. Mann. Diese Scheißfliegen tilten. Queens! Bam! Weg mit dir. Tschüss.
Nice. Jetzt gucken wir mal, das könnte im Moment gefühlt, müsste im Moment so Break-Even sein. Wir haben ja ganz am Anfang des 28er gewonnen. Das waren bei 95. Sind jetzt gerade bei 102. Das heißt leicht ab. Und wenn wir dann noch das hier gewinnen können, irgendwie. Timet der aus. Ist der ausgetimt? Nein, der ist nicht ausgetimt. Warte mal, was ist, ich glaube, ne, der Sideport ist, ja. Wir müssen hier auf jeden Fall bluffen, weil wir die 100 Chips so oder so bekommen. Das 2 bringen wir rein im Heads-Up. Hier nehmen wir uns jetzt mal einfach vor, ein 100% Open Raise. Wir machen das jetzt einfach mal als Gag. Wir raisen 100% unserer Hände open und gucken mal, ob er irgendwie drauf adaptet. Also, das heißt, ob er da irgendwelche Anpassungen dagegen macht. Nietzsche, 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 die Vierer halten. Jetzt werden wir auch 100% chippen, egal was. Einfach mal, also würde ich euch so nicht empfehlen. Jetzt ist das Problem, dass er es gesehen hat, was, mit was für einer Hand wir es machen. Das ist ein Problem. Aber, jetzt gucken wir hier auch wieder. 2 geht natürlich rein. Hier wollen wir ein Fold natürlich sehen. Und jetzt schreibt er es auch schon rein. Also er hat es jetzt ziemlich schnell gemerkt. Und genau zu dem Zeitpunkt, also jetzt wissen wir, dass er ziemlich sicher adaptet. Und deswegen werden wir nicht mehr rumspielen. Also wir wollen jetzt hier natürlich nicht rumdonken. Das war einfach mal ein guter Test, um zu sehen, wie die Gegner, wie schnell sie reagieren. Aber es war jetzt natürlich auch, weil halt die Hand immer All-In gesehen hat mit 6-3. Aber ist auch nicht schlimm mit 5 BB. Nice. Gut, haben wir das noch gewonnen, dann war die Folge doch gar nicht so schlecht. Zack. Jetzt sind wir wieder bei 109, beziehungsweise bei 156. Gut, dann bedanke ich mich wie immer, mache ich ja immer so freundlicherweise für die Aufmerksamkeit und bis zur nächsten Folge. Man sieht sich.